Ich rufe nun auf unsere Tagesordnungspunkte 27a und 27b. Hier geht es um die zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Tarifeinheit sowie die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Tarifautonomie stärken, Streikrecht verteidigen sowie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Solidarität im Rahmen der Tarifpluralität ermöglichen, Tarifeinheit nicht gesetzlich regeln. Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung werden wir später namentlich abstimmen, sodass ich bitte all diejenigen, insbesondere die auch noch nicht im Plenum sind, aber diese Ansagen verfolgen, darauf einrichten mögen, dass nach einer guten Stunde vermutlich diese namentlichen Abstimmungen stattfinden, denn es gibt eine interfraktionelle Vereinbarung, für diese Aussprache 60 Minuten vorzusehen. Darf ich fragen, ob es damit Einvernehmen gibt? Das ist der Fall. Dann haben wir das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Bundesministerin Andrea Nahles. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Dieser Grundsatz hat in Deutschland eine lange Tradition und, wie ich finde, eine gute. 60 Jahre, 60 Jahre lang hat unser Land von der Tarifeinheit profitiert. 60 Jahre haben sich die Gewerkschaften von einer Idee leiten lassen. Gemeinsam sind wir stärker als gegeneinander. Über Jahrzehnte führte die Tarifeinheit dazu, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber ihre jeweiligen Interessen durchsetzen und dabei doch immer auch den Ausgleich im Blick behalten. Und dieser Ausgleich ist ein echter Standortvorteil für Deutschland. Was wir seit 2010, seit der geänderten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes zur Tarifeinheit beobachten, macht vielen Menschen Sorgen. Arbeitgeber und der Deutsche Gewerkschaftsbund haben sich da sofort auch gemeldet und die Bundesregierung direkt nach dieser Gerichtsentscheidung aufgefordert, die Tarifeinheit per Gesetz wiederherzustellen. Beide Seiten wollen die Tarifeinheit, denn sie wissen um den Wert des sozialen Friedens in den Betrieben. Und beide Seiten wollen die Tarifeinheit, weil sie Tarifkollisionen vermeiden wollen. Denn Tarifkollisionen gefährden die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie. Und deswegen haben wir vereinbart, hier eine Lösung vorzulegen. Unsere Aufgabe als Gesetzgeber ist es, das Funktionieren der Tarifautonomie sicherzustellen, der Sozialpartnerschaft Raum und Regeln zu geben. Für uns ist klar, das Koalitionsrecht und das Streikrecht tasten wir nicht an. Die Tarifparteien bleiben uneingeschränkt in der Verantwortung zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, wie es das Grundgesetz in Artikel 9 auch festlegt. Manchmal muss gekämpft und manchmal muss gestreikt werden. Auch wenn es am Ende immer einen Kompromiss geben muss, es ist notwendig. Und dabei haben wir immer wieder gesehen in der Geschichte der Bundesrepublik, dass Gewerkschaften nicht nur für ihre Mitglieder gestreikt haben, sondern auch um gesellschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Gesellschaftlicher Fortschritt und soziale Errungenschaften kommen eben nicht alleine. Streiks und Arbeitskämpfe haben wir zu verdanken, dass wir eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben, Arbeitszeitverkürzung und Gesundheitsschutz, Weiterbildung und auch ganz moderne Ansätze zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen. Und deswegen steht das Streikrecht überhaupt nicht in Rede, um es ganz klar zu sagen. Die Tarifautonomie ist allerdings gleichfalls nicht irgendwas, sondern sie ist ein wichtiges Verfassungsgut. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, in diesem Zusammenhang möchte ich
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zitieren. Die Tarifautonomie ist darauf angelegt, die strukturelle Unterlegenheit der einzelnen Arbeitnehmer beim Abschluss von Arbeitsverträgen durch kollektives Handeln auszugleichen und damit ein annähernd gleichgewichtiges Aushandeln der Löhne und Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Dieser vom Bundesverfassungsgericht klar beschriebene Gedanke des kollektiven Handelns wird ad absurdum geführt, wenn die streikmächtigen Berufsgruppen ihr Streikrecht nur für sich selbst einsetzen und nicht zum Wohle der gesamten Belegschaft. Mit dem Tarifeinheitsgesetz setzen wir genau hier an. Tarifeinheit stärkt die Grundlagen gewerkschaftlicher Interessenvertretung in Deutschland. Tarifeinheit stärkt die Tarifautonomie. Mehr kann die Politik aber nicht tun. Es sind die Sozialpartner, die mit ihren Rechten eben auch verantwortlich umgehen müssen. Und deswegen freue ich mich, dass die Tarifauseinandersetzung bei der Bahn nun, wenn auch spät, zumindest auf dem richtigen Gleis ist. Das ist genau im Sinne der Tarifeinheit. Das ist der Sinn unseres Gesetzes. Wir setzen auf Kooperation und Einigung, meine Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte auf den Vorwurf eingehen. Wir wollten mit dem Gesetz zur Tarifeinheit kleine Gewerkschaften wegräumen. Diese Behauptung hat weder Hand noch Fuß. Schauen wir zum Beispiel einmal auf die GDL. Die Gewerkschaft der Lokführer, die gibt es seit 1867. Sie ist eine der ältesten Gewerkschaften überhaupt in Deutschland. Wer würde heute behaupten, sie habe 60 Jahre Tarifeinheit nicht gut überstanden, meine lieben Kolleginnen und Kollegen? Die Tarifeinheit läuft nicht auf das Ende für kleine Gewerkschaften und Berufsverbände hinaus. Viele zeigen doch seit Jahrzehnten, wie es gut laufen kann mit der Kooperation. Was der Deutsche Beamtenbund und Verdi zusammentun, das ist doch ein gutes Beispiel. Ihre Tarifgemeinschaft funktioniert und nutzt beiden. Und das kann auf der Basis dieses Gesetzes genauso weitergehen. Sie sind gemeinsam stärker als gegeneinander. Das ist der entscheidende Punkt, und das hat über Jahrzehnte funktioniert. Darum vollenden wir mit dem heutigen Gesetz auch unser Vorhaben, der Tarifautonomie wieder Raum zu geben und die Sozialpartnerschaft in Deutschland zu stärken. Mit dem Tarifpaket, mit dem Mindestlohn haben wir an diesem Ziel gebaut. Mit der Tarifeinheit schließen wir diesen wichtigen Bau für diese Legislaturperiode ab. Und wir halten damit Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein sorgfältig erarbeitetes, breit diskutiertes und breit getragenes Gesetz vorgelegt. Es basiert auf dem Prinzip der Subsidiarität und es fußt auf dem demokratischen Mehrheitsprinzip. Denn Vorrang hat immer, Gewerkschaften und Arbeitgeber einigen sich untereinander, ohne staatliches Eingreifen, aber unter Einhaltung von demokratischen Regeln. Das ist der Vorschlag, den wir hier machen. Es zeigt, dass wir Vertrauen haben in unsere Institutionen und Traditionen, Kooperation und Kompromissfähigkeit, Koalitionsfreiheit und Verantwortung. Und darum geht es. Vielen Dank. Die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat hier noch einmal für das Tarifeinheitsgesetz gekämpft. Das stammt ja aus ihrem Hause. Und sie hat hier noch einmal dargelegt, wo die Vorteile dieses Gesetzes zu suchen sind. Klaus Ernst jetzt, der nächste Redner für die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Ministerin, ich habe den Eindruck, Sie haben hier Tante Nahles Märchenstunde eingeleitet. Schon der Titel Ihres Gesetzes, schon der Titel ist purer Etikettenschwindel. Es geht Ihnen nicht um die Herstellung von einem
in einem Betrieb, dass da noch ein Tarifvertrag gilt, um die Tarifeinheit. Wenn Sie das wirklich wollen würden, dann müssten Sie die Frage der Leiharbeit regeln. Dann müssten Sie die Frage der Werkverträge regeln. Dann müssten Sie den Betriebsräten mehr Rechte geben. Dann müssten Sie den Betriebsräten mehr Rechte geben, wenn Betriebe verlagert werden und Tarifverträge ausgehebelt werden. Dann müssten Sie die Verbände an die Kandare nehmen, dass es keine tariflosen Verbände gibt, die Tarife ohne Tarifbindung sozusagen wollen. Verbände ohne Tarifbindung wollen. Ein Skandal, was Sie hier machen, meine Damen und Herren. Alles bleibt, wie es ist. Sie ändern nichts. Sie ändern überhaupt nichts an der Frage, dass die Menschen ihre Tarife verlieren. Das ist eine Täuschung der Öffentlichkeit, meine Damen und Herren. Wenn Sie das wirklich wollen würden, dann regeln Sie endlich das, was ich angesprochen habe, und machen Sie Ihre Hausaufgaben, Frau Nahles. Zweitens, ja, da können Sie sich aufregen. Diskutieren Sie lieber in den eigenen Reihen. Was will das Gesetz wirklich? Das Gesetz ist eine Einschränkung des Streikrechts kleiner Gewerkschaften. Das ist es, was Sie hier vorlegen, Frau Nahles. Und ich möchte den Kollegen Detlef Henschel zitieren, den früheren Vorsitzenden der IG Medien. Zitat: Das Gesetz zielt nach Inhalt und Begründung unübersehbar auf die Aktivität streikfähiger und streikbereiter Berufsverbände. Sie sollen rechtlich diszipliniert und ruhiggestellt, ja, um ihre Existenzberechtigung gebracht werden. Das ist, was Sie hier vorlegen, und nichts anderes, Frau Nahles. Jetzt sind Sie natürlich nicht so dumm, einfach das Streikrecht einzuschränken im offenen Kampf. Das ist doch klar, dass Sie das nicht machen. Sie machen es anders. Sie sagen, Tarifverträge gelten nicht, wenn es um einen Tarifvertrag einer kleinen Gewerkschaft geht, wenn auch eine große einen abgeschlossen hat. Streiks wären aber dann eben unzulässig, weil ein Streik nur dann rechtlich zulässig ist, wenn er zur Erzielung eines Tarifvertrags gilt. Wenn aber diese Gewerkschaft keinen Tarifvertrag abschließen konnte, ist doch der Streik automatisch unzulässig. Und genau das ist der Trick, wo Sie die Öffentlichkeit täuschen, Frau Nahles. Genauso ist es. Meine Damen und Herren, und Ihre Regierung gibt es ja inzwischen auch zu. Ich möchte Ihre Staatssekretärin zitieren. War sehr erhellend, was Frau Kramme gesagt hat. Ich möchte sie zitieren. Die Prüfung eines Streiks durch ein Gericht kann ergeben, dass dieser unverhältnismäßig sein kann, soweit ein Tarifvertrag erzwungen werden soll, dessen Inhalt evident nicht zur Anwendung kommt. So in der Süddeutschen Zeitung. Damit schränken Sie das Streikrecht ein. Und das weiß auch jeder. Und mich ärgert ganz besonders, dass es die Sozialdemokraten wissen. Da kenne ich einige seit 20, 30 Jahren, meine Damen und Herren. Das sind Gewerkschafter. Und ich weiß, wo ich diskutiert habe. Und dass die da mitmachen. Mein Gott, das ist ein Trauerspiel in dieser Republik, was die SPD hier abzieht, meine Damen und Herren. Ein Trauerspiel. So, dabei wäre die Sache ganz einfach. Es wäre ganz einfach. Wie war der Spruch? Herr Kollege Ernst, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Das ist ja ganz hervorragend. Bitte schön. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp? Macht dir keine Sorgen. Herzlichen Dank, dass Sie mir die Zwischenfrage erlauben, bevor wir jetzt hier das noch ganz ins Emotionale abgleiten lassen. So wie ich annehme, gehören Sie immer noch der gleichen Gewerkschaft an, nämlich der IG Metall. Und ich glaube, wir sind auch im gleichen Bezirk in Bayern. Ich kann die ganze Aufregung nicht ganz verstehen, weil gerade die Gewerkschaft, der wir beide noch, so wie ich meine, angehören, uns heute an der Seite steht und sagt, jawohl, das ist gut, was wir tun. Wollen Sie jetzt damit sagen, dass die IG Metall die kleinen Gewerkschaften zerstört? Das würde mich gern wissen. Oh, bin total fertig. Herzlichen Dank für diese Frage. Ich bin geradezu dankbar. Es gibt mir nämlich Gelegenheit, eine zweite Rolle dieses Gesetzes zu erläutern. Dieses Gesetz spaltet den DGB. Dieses Gesetz spaltet den DGB. Die einige große Gewerkschaft Verdi lehnt es im Pauschenbogen ab. Der Vorstand der anderen Gewerkschaft sagt, er ist dafür. Und jetzt sage ich Ihnen noch was zu meiner Gewerkschaft, der IG Metall. Ich weiß, dass der Vorstand der IG Metall in dieser Frage auch auf dünnem Eis ist, weil viele Funktionäre, viele Mitglieder in IG Metall das ganz anders sehen, als das IG Metall nach außen darstellt, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Das ausgesprochen,
dass ausgerechnet die SPD ein Gesetz macht und sich auf den DGB beruft. Na, ich bin noch nicht fertig, aber Sie können sagen, na gut, dann höre ich auch mit der Antwort auf. Okay, dann fahren wir einfach fort. Meine Damen und Herren, da weil wir alles ganz einfach. Wie war der Spruch? Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. So, dann schauen wir uns das Gesetz noch mal an. Grundgesetz, Artikel 9, Absatz 3. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigung zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Für alle Berufe, auch für Lokführer, auch für Piloten, auch für Ärzte. Was muss man denn da eigentlich noch groß diskutieren, meine Damen und Herren? Die steht doch da ganz einfach drin. Und ich sage, es geht weiter. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern, suchen Sie nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Und genau eine solche Maßnahme machen Sie hier, meine Damen und Herren. Genau eine solche Maßnahme. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, dass Sie uns trotz dieses Grundgesetzes, trotz dieses eindeutigen Formulierung so ein Gesetz vorlegen, ist eigentlich eine Zumutung. Ich möchte das noch einmal einen Vergleich bringen, damit deutlich wird, was Sie hier machen. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere für Skisport interessiert, da gibt es einen Parallelslalom. Da fahren zwei los und wer der Schnellere ist, hat gewonnen. Was Sie jetzt sagen ist, es wird, wenn die am Ziel sind, geprüft, welcher Skifahrer eigentlich im größeren Skiverband war. Und wenn der im größeren Skiverband war, dann gewinnt automatisch der im größeren Skiverband, der andere braucht gar nicht mehr mitfahren. Und genau das ist Ihr Gesetz. Und genau deshalb sagen wir, das widerspricht dem Grundgesetz und hat mit der Realität in unserem Lande sozusagen nichts zu tun. Und ganz zum Schluss, Herr Präsident, ganz zum Schluss. Unser Grundgesetz hat ein Prinzip, wir haben nochmal nachgeguckt, 36 Mal steht in unserem Grundgesetz das Wort Freiheit. 36 Mal. Was Sie hier machen, ist nicht nur, dass Sie das Streikrecht einschränken. Sie schränken einen wesentlichen Grundsatz unserer Verfassung ein, die Freiheit. Genauso wie es die Freiheit gibt, einen Beruf aufzuüben, ein Gewerbe zu betreiben, haben die Arbeitnehmer auch das Recht, sich da zu organisieren, wo sie wollen. Und da müssen sie auch dieselben Rechte haben in der einen und in der anderen Gewerkschaft. Klaus Ernst war das, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken. Die Linken werden ja einen Antrag einbringen, der heißt keine Zersplitterung der Tariflandschaft. Sie lehnen dieses Gesetz genauso ab wie die Grünen. Und die kleinen Spartengewerkschaften werden sicherlich vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Das ist heute schon vor der Verabschiedung dieses Gesetzes klar. Karl Schieberling jetzt für die Union, Sprecher für Arbeit und Soziales. Kollegen, der Grund, warum wir dieses Gesetz vorlegen, ist, dass 56 Jahre in Deutschland ausschließlich auf einer Aussage des früheren Präsidenten des Bundesarbeitsgerichtes, Herrn Nipperdey, Tarifeinheit organisiert war. Es hat sogar in der ganzen Zeit nur 5 Gerichtsentscheide gegeben, weil es zu Konflikten kam, und alle Gerichtsentscheide haben sich auf diese Aussage von Herrn Nipperdey bezogen. Und es war klar, in einem Betrieb soll ein Tarifvertrag für ein und dieselbe Person gelten. Durch die Aufgabe dieser Position durch das Bundesarbeitsgericht 2010 war es jetzt aus Sicht der Tarifpartner des DGB und der BDA notwendig, diese Frage des Wunsches, dass in Zukunft weiterhin in einem Betrieb ein Tarifvertrag gilt für ein und dieselbe Personengruppe, dem eine rechtliche Grundlage zu geben. Und dabei war allen Beteiligten im Rahmen dieses Prozesses seit 2010 klar, dass wir zwar einen solchen Schritt versuchen können, wir können ihn aber nicht und die Zusammenarbeit in den Betrieben befehlen. Und deswegen hat dieser Gesetzentwurf, wie er jetzt vorliegt, das eigentliche Ziel, Frieden in den Betrieb hineinzubringen und Stufen zu schaffen, wo man bei unterschiedlicher Auffassung sich verständigen kann. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetzentwurf spalten wir nicht, mit diesem Gesetzentwurf einen wir. Und mit diesem Gesetzentwurf schaffen wir Strategien, die Gewerkschaften in einem Betrieb gehen können
um gemeinsame Positionen zu gehen zum Wohle der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Belegschaft. Der Artikel 9 der Verfassung, Absatz 3, sichert den Bürgerinnen und Bürgern das Recht zu, Berufsgewerkschaften zu gründen, Gewerkschaften für einen Betrieb, für eine Fläche, für eine Branche. Und dieses hohe Freiheitsgut darf auf keinen Fall angetastet werden. Auf der anderen Seite aber steht ein anderes Gut, und das ist das hohe Gut des Betriebsfriedens als hohes Kulturgut, das uns in Deutschland 65 Jahre Frieden und Wohlstand gebracht hat. Und die hohe Prosperität unseres Landes geht auf diese Übereinkunft zurück. Und mit dem Gesetz, was heute zur Verabschiedung vorliegt, geht es nicht darum, Wege zu finden, wie man kleine Gewerkschaften vor die Tür setzt, sondern es geht darum, Treppen zu bauen, wie man sich innerhalb eines Betriebes verständigen kann, ohne dass das Gesetz befiehlt, wie das zu erfolgen hat. Und deswegen greift dieses Gesetz auch nicht in das Streikrecht ein und schreibt auch Lösungsmechanismen nicht zwingend vor, sondern bietet an, eröffnet Wege, und es ist Aufgabe der Tarifpartner, diese Wege zu gehen zum Wohle der Belegschaft und zum Wohle des Betriebes. Die Ursache dieses Gesetzes sind also nicht aktuelle Streiks, die im Augenblick stattfinden. Ich freue mich mit allen Beteiligten, dass jetzt endlich ein Gespräch offensichtlich mit Schlichtung möglich ist bei der Deutschen Bahn. Aber dieses Gesetz regelt diese Schlichtung nicht, sondern es ist Aufgabe der Tarifpartner, dies zu tun. Und sie wählen auch ihre Leute aus, mit denen sie das machen wollen. Und es tut mir leid, aber ich muss den Hinweis geben, ich habe mich gestern Abend, als ich die Nachrichten gesehen habe, schon sehr gewundert, dass einer der Schlichter, Herr Ramelow, seine Schlichtung damit beginnt, dass er erstmal einen anderen, bei dem es um Schlichtung geht, heftig beschimpft. Ich glaube nicht, dass das ein Weg ist. Ich glaube nicht, dass das ein Weg ist, den man gehen kann. Und Herr Ramelow hat auch kein Recht, als er gestern Abend im Fernsehen sagte, es ginge bei dem heute zu verabschiedenden Tarifeinheitsgesetz um die Bekämpfung einer Gewerkschaft. Damit irrt er sich, und ich finde es nicht klug, ich sage das mal sehr vorsichtig aus Sicht der Politik, ich finde es nicht klug, in dieser Form Schlichtungen zu beginnen. Ich wünsche nur, dass dies kein Hindernis ist, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Was regelt das Gesetz? Das Gesetz regelt zunächst einmal in einem ersten Teil, dass die Gewerkschaften die Möglichkeiten haben, untereinander abzustimmen, wer eventuell für welche Berufsgruppe zuständig ist. Eine jahrzehntelange Praxis, die sich bewährt hat, die auf dem Prinzip der Tarifeinheit zurückgeht und auch hilft, diese zu organisieren. Und mit diesem Gesetz beschreiben wir dies als einen wichtigen Weg. Und das Zweite: Die Möglichkeit besteht, gemeinsam zu verhandeln und gemeinsam Tarifverträge abzuschließen, wie es zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder bei Journalisten üblich ist. Und es kann innerhalb einer Organisation, zum Beispiel des DGB, bei zwei Gewerkschaften, die für dieselben Berufsgruppen Tarifverträge abschließen wollen, auch eine Übereinstimmung erzielt werden. Und es kann unter dem Dach dieser Gewerkschaft dann auch die gemeinsame Position organisiert werden. Ich halte dies für einen vernünftigen und klugen Weg. Der Eingriff in das Streikrecht erfolgt nicht. Und ob am Ende der Tage, wenn alle Einigungsversuche nicht greifen, es dann wirklich so ist, dass der Streik einer kleineren Gewerkschaft als unverhältnismäßig angesehen wird, was in der Geschichte in Deutschland, in der Rechtsprechung von Tarifgesetzen oft vorgekommen ist, dass die Gerichte gesagt haben, ein Streik ist nicht angemessen. Das ist überhaupt keine neue Entscheidung und das ist überhaupt kein neuer Rechtsbestand. Ob das so kommt, werden auch in Zukunft die Gerichte dann zu entscheiden haben, weil sie im Lichte der Auswirkungen der rechtlichen Grundlagen und der Rahmenbedingungen, unter denen dieser Streik stattfindet, dann zu urteilen haben, ob der gerechtfertigt ist oder nicht. Aber es geht auf keinen Fall darum, kleine Gewerkschaften auszuschließen. Es geht auf keinen Fall darum, ins Streikrecht einzugreifen. Es geht darum zu sehen,
wie wir das Ganze zu einem guten Miteinander im Betrieb führen. Und nun schauen wir, meine Damen und Herren, auf den weiteren Weg, auf den weiteren Weg dieses Gesetzes. Da schauen wir mit gespannter Gelassenheit, was sich denn da jetzt tut. Wir wissen, dass es darauf ankommt, eine verfassungskonforme Regelung zu finden. Das legen wir vor. Ich weiß, es ist angekündigt worden, dass es zu einem Urteil kommt. Ich kann mich nur wundern über alle die, die sagen, das sei nicht verfassungskonform. Wissen Sie, die Anhörungen im Deutschen Bundestag zu diesem Gesetz haben die unterschiedlichsten Positionen dargelegt. Und ich kann beim besten Willen, ach Herr Kollege, Sie waren überhaupt nicht da, aber haben die unterschiedlichsten Positionen dargelegt, und diese unterschiedlichen Positionen werden abzuwägen sein. Wir sehen dem mit Gelassenheit entgegen. Wir bleiben dabei. Uns geht es um die Freiheit, wie sie im Artikel 9 unserer Verfassung grundgelegt ist. Und es geht uns um den Betriebsfrieden, weil es geht letztendlich um Demokratie, um Freiheit und um Prosperität in unserem Land. Sagt Karl Schieberling in ruhiger Art und Weise. Allerdings muss man feststellen, dass viele in der Union ihm nicht folgen. Bei einer Probeabstimmung am Donnerstag in der Fraktion gab es 43 Gegenstimmen. Die meisten sind der Meinung, man müsste mindestens eine 72-stündige Vorankündigung in das Gesetz schreiben. Einige sind auch für eine Zwangsschlichtung, ähnlich wie das in Frankreich der Fall ist. Anton Hofreiter, jetzt von den Bündnisgrünen, der Fraktionschef. Ein Tarifeinheitsgesetz, also ein Gesetz, das sich mit der Tarifautonomie beschäftigt, sollte eigentlich das hohe Gut der Tarifautonomie schützen. Denn die Tarifautonomie ist ein zentraler Bestandteil unserer sozialen Marktwirtschaft. Und dann schauen wir doch einfach mal ins Grundgesetz rein. Da gibt es einen Artikel 9 Absatz 3. Und in diesem Grundgesetz ist ganz klar geregelt, dass es frei ist, Vereinigungen zu bilden. Und zwar für alle Berufsgruppen. Da steht überhaupt nichts davon drin, dass es pro Betrieb nur eine Gewerkschaft geben soll. Und Sie behaupten hier, Frau Ministerin, Herr Vorreder, immer nur davon, Sie reden immer nur davon, dass das Streikrecht nicht eingeschränkt werden soll, dass die Koalitionsfreiheit nicht eingeschränkt werden soll. Da muss man einfach mal ins Gesetz reinschauen. Das stimmt einfach schlichtweg nicht. Sie wollen das Streikrecht einschränken, Sie wollen die Koalitionsfreiheit einschränken. Und das hat auch eine gewisse Logik. Das hat auch eine gewisse Logik, dass Sie Streikrecht und Koalitionsfreiheit einschränken wollen. Warum hat das eine gewisse Logik, dass Sie das einschränken wollen? Die Logik ist eine ganz einfache. Nämlich, wenn Sie das nicht einschränken wollen würden, dann würde Ihr Tarifeinheitsgesetz komplett ins Leere laufen. Nämlich, was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel des Ganzen ist es, Sie wollen bestimmte Streiks von kleineren Gewerkschaften verunmöglichen. Das ist das Ziel dieses ganzen Gesetzes. Und da muss man sich... einfach mal die Geschichte dieses Gesetzes anschauen. Bei der sogenannten Tarifeinheit, die wir über 60 Jahre hatten, da gab es ein anderes Prinzip. Es war nämlich nicht so, dass in den vergangenen 60 Jahren das Prinzip Ihres Tarifeinheitsgesetzes gegolten hat, was jetzt das Mehrheitsprinzip ist. Da war der Effekt von der alten Tarifeinheit, dass letztendlich die speziellere Gewerkschaft, da gab es den Effekt, dass insbesondere sogenannte christliche Gewerkschaften das Tarifniveau nach unten ziehen konnten. Jetzt, unter der neuen Regelung, haben wir kleinere Gewerkschaften, die das Tarifniveau insgesamt nach oben ziehen können. Da verstehe ich, dass die Arbeitgeber, da verstehe ich, dass der Wirtschaftsflügel versucht, entsprechend diese Möglichkeit einzuschränken. Es ist logisch, dass der entsprechend dagegen kämpft, dass das Tarifniveau nach oben gezogen wird. Habe ich volles Verständnis dafür. Aber wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, dass die SPD das mitmacht, dass der Arbeitnehmerflügel der CDU das mitmacht. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Wir haben jetzt eine Situation, dass das Tarifniveau wieder nach oben gezogen wird. Und wer steht an vorderster Front? Wer steht an vorderster Front, dass das Tarifniveau nicht nach oben gezogen wird? Die SPD steht an vorderster Front. Schämen Sie sich eigentlich nicht für dieses Verhalten? Und dann... Dann kommt noch dazu, dass dieses Gesetz ja auch noch das Gegenteil bewirkt. Was haben wir denn erlebt, dass dieses Gesetz bewirkt, so wie es gestaltet ist? Ein Betrieb. Sie wissen ganz genau, dass ein Betrieb nicht leicht zu definieren ist. Die DB AG zum Beispiel besteht nach Ihrem Gesetz aus 300 Betrieben.
Und was führt das dazu? Die Gewerkschaften kämpfen natürlich verbissen darum, in jedem einzelnen Teilbetrieb die größere Gewerkschaft zu sein. Das heißt, die verschärfen die Tarifkonflikte noch, weil nämlich die Gewerkschaft versucht, in jedem einzelnen Teilbetrieb möglichst groß zu werden. Und der Effekt ist, den haben wir gesehen, wir hatten 9 Streiks. Und diese 9 Streiks, die haben Sie als Große Koalition durch dieses Gesetz verschärft und mit zu verantworten. Und stehlen Sie sich da nicht einfach aus der Verantwortung raus und tun so, als wenn Sie nichts damit zu tun hätten. Man muss ja mit einer gewissen Verwunderung feststellen, dass der Vorstand der DB AG und Herr Wieselski vernünftiger ist als die Vertreter der Großen Koalition. Und wir wissen natürlich nicht hundertprozentig, ob es verfassungswidrig ist. Aber ich habe keinen unabhängigen Juristen, ich selbst bin kein Jurist, aber ich habe keinen unabhängigen Juristen getroffen, der gesagt hat, dieses Gesetz ist verfassungskonform. Das Beste, was Sie sagen konnten, ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es verfassungswidrig ist. Ich meine, wo sind wir denn? Wir verabschieden hier Gesetze, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass sie verfassungswidrig sind. Jetzt kann man sagen, die Union hat damit Übung. Nämlich, wenn man sich das anschaut, welche Übung die Union damit hat. Erbschaftssteuer von Karlsruhe kassiert, Vorratsdatenspeicherung von Karlsruhe kassiert, beim Betreuungsgeld schaut es auch schlecht aus, wird wahrscheinlich auch von Karlsruhe kassiert. Ja, wie schaut es denn aus mit der Verfassungstreue der Union? Was ist denn da eigentlich los bei der Union? Wieso machen Sie denn sowas? Deshalb dieses Gesetz, und das ist sowas von eindeutig, dieses Gesetz ist antisolidarisch, es schadet dem Betriebsfrieden, es schadet der Solidarität in den Betrieben, es ist verfassungswidrig. Deswegen lehnen Sie es ab. Lehnen Sie es ab. Jeder einzelne Jurist hier im Parlament muss dieses Gesetz mindestens ablehnen, denn er weiß, was da drin steht und er weiß, was es mit unserer Verfassung macht. Anton Hofreiter nutzte dieses Gesetz zu Angriffen auf SPD und CDU/CSU. Allerdings Thomas Oppermann und Volker Kauder, Sie haben es gesehen, schienen sich eher zu belustigen über die Argumente von Anton Hofreiter. Nächster Redner jetzt von der SPD, Bernd Rützel. Herr Dr. Hofreiter, Sie haben wohl übersehen, dass dieses Tarifeinheitsgesetz eine Forderung vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist. Und wenn Sie das nicht glauben, dann können Sie das nachlesen. Im Kommentar im Handelsblatt ist noch gar nicht so alt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, und dies dann auch noch alleine isst, dann bleiben all diejenigen hungrig, die das nicht können oder um die sich niemand kümmert. Und deshalb haben vor über 70 Jahren, es war noch Krieg, es war der 18. März 1945 in Aachen, im bereits befreiten Aachen, 80 Männer und Frauen die Einheitsgewerkschaft gegründet. Und dieser legendäre Aufruf schafft die Einheit, der war ursprünglich gedacht, und das gilt bis heute, zur Überwindung der weltanschaulichen und politischen Spaltung der Gewerkschaftsbewegung. Standesunterschiede, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sollten zwischen Arbeitern und Angestellten keine Rolle mehr spielen. Ein Betrieb, eine Gewerkschaft, das war die Devise. Und dies galt, das kann man nicht wegdiskutieren, 65 Jahre lang bis 2010, über 6 Jahrzehnte, hat diese Tarifeinheit unser Land stark gemacht. In den Betrieben haben die Schwächeren für die Stärkeren für die Schwächeren gekämpft. Sie haben gestritten und sie haben gestreikt. Und wichtig, Betriebe konnten nach einem Tarifkonflikt, so schlimm er auch gewesen sein mag, sich immer wieder befrieden und konnten ihr Geschäft machen und ihr Geschäft nachgehen. Das ist ein ganz wichtiger Befriedungsprozess. Wir haben das heute von der Frau Bundesministerin Andrea Nahles, der Karl Schieverling hat es gesagt, gehört, ist sehr wichtig. Und es gab schon immer viel Verständnis für Streiks. Und das ist auch heute noch so und ist auch gut so. Es ist ein Grundrecht, das ist verbrieft und auch ein Grundrecht, Artikel 9 Absatz 3, werden wir niemals angreifen, auch wenn es 100-mal erzählt wird. Es ist falsch, das ist für uns wichtig und das bleibt. Aber
als 2010 dieser Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht verlassen wurde, abgerückt ist, ja, dann freut sich vielleicht so mancher darüber, dass er sein eigenes Süppchen kochen kann. Vielleicht nach dem Motto, zeigen wir denen mal, wo der Hammer hängt. Und vieles mag ja auch wirklich berechtigt sein in den Forderungen, in den Gewerkschaften, in den Verbänden. Das hat Bestand und es hat sehr, sehr lange, Jahrhunderte Bestand. Die GDL zum Beispiel ist die älteste Gewerkschaft. Und das ist auch gut so und sie ist auch stark und das ist auch gut so. Aber die Entsolidarisierung innerhalb einer Gewerkschaftsbewegung, die, liebe Kolleginnen und Kollegen, die hilft niemandem. Die hilft nicht dem Unternehmen, die hilft nicht der Bevölkerung und die hilft schon gar nicht den abhängig Beschäftigten. Ich bin ganz sicher, dass unser Gesetz dazu beiträgt, und das ist wichtig, es ist heute schon ein paar Mal gesagt worden, dass es wieder mehr Tarifgemeinschaften geben wird, dass man sich zusammentut, dass klare Zuständigkeiten geklärt werden, wer denn für wen verhandelt und dass kleinere Gewerkschaften Tarifverträge nachzeichnen können, so wie die das schon Jahrzehnte immer auch erfolgreich getan haben. Und erst dann, wenn das alles nicht fruchtet, wenn man sich nicht einigen kann, wenn mehrere Tarifverträge in einem Betrieb für die gleiche Beschäftigungsgruppe gelten, erst dann wird die Mehrheit eines Betriebes, das sind nämlich auch die Mehrheit der Menschen, die hinter einer Gewerkschaft stehen, entscheiden, welcher Tarifvertrag gilt. Und lieber Klaus Ernst, unser Tarifeinheitsgesetz, das ist kein Allheilmittel, aber es ist auch nicht der Weltuntergang. Wir haben deshalb die Tarifautonomie-Stärkungsgesetz beschlossen. Wir haben den Mindestlohn eingeführt. Wir haben die Allgemeinverbindlichkeit verbessert. Wir haben das Arbeitnehmerentsendegesetz ausgeweitet. All das jetzt von einem Tarifeinheitsgesetz zu fordern, ist, glaube ich, auch überspannt. Aber ich freue mich auf die Debatte nach der Sommerpause, wenn wir gemeinsam das angehen. Und zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird immer wieder gesagt, es greift ins Streikrecht ein und die Koalitionsfreiheit ist in Gefahr. Nichts ist der Fall. Die Verfassungsressorts, Innenministerium, Justizministerium, das Bundeskanzleramt, in der Anhörung die Sachverständigen, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Papier, haben die Tariffestigkeit und die Verfassungsfestigkeit unseres Tarifeinheitsgesetzes bescheinigt. Und was über 6 Jahrzehnte in Deutschland gut war, das kann jetzt nicht schlecht sein. Vielen Dank. Jutta Krellmann ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Linke und als Gewerkschafterin bin ich empört darüber, dass ausgerechnet mit der SPD die Einschränkung von Streikrecht auf den Weg gebracht wird. Ich finde es nicht in Ordnung, sich jetzt hinter dem DGB zu beschäftigen. Sie sitzen hier, nicht der DGB. Sie haben hier zu entscheiden, niemand anderes. Und sich hinter dem DGB zu verstecken, ist nicht in Ordnung. Teilweise die gleichen Leute, die vor ein paar Jahren genau zum DGB und seinen Einzelgewerkschaften noch Dinosaurier gesagt haben und dafür gesorgt haben, dass Gewerkschaften geschwächt werden, tun jetzt so, als wäre das das Wichtigste, was es überhaupt gibt, was zu tun mit dem DGB gemeinsam. Das ist doch alles nicht in Ordnung, was Sie da machen. Das ist doch eine reine Farce. Und das nutzt nichts, wenn Sie hier, Sie können sich melden, können mir eine Frage stellen. Ich werde Sie gerne beantworten. Im Sozial- und Erziehungsbereich kämpfen derzeit Zehntausende in Tarifgemeinschaften mit den Gewerkschaften Verdi und DGB um neue Tarifverträge. Das ist normal. Dazu braucht man kein Tarifeinheitsgesetz. Bei der Post wehren sich die Beschäftigten mit Streiks gegen Lohndumping.
Denn sie sollen nur dann entfristet werden, wenn sie zu DHL Delivery gehen und damit niedrigere Löhne akzeptieren. Denen hilft ein Tarifeinheitsgesetz überhaupt nichts. Ob in der Pflege, bei Amazon oder in den Kitas. Die Leute haben die Schnauze voll und wollen für ihre Rechte uneingeschränkt streiten. Die Bundesregierung wollte mit Niedriglöhnen, Leiharbeit, Befristungen und Hartz IV die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben einschüchtern und disziplinieren. Das klappt nicht. Als Gewerkschafterin sage ich Ihnen, hören Sie endlich auf, einseitige Desinformation zu verbreiten und Stimmung gegen Streikende zu machen. Das gilt für die Bahn und die Post. Frau Nahles, Ihr Vorschlag für ein Tarifeinheitsgesetz hat schon jetzt dazu beigetragen, das Klima im Land zu vergiften. Dabei wissen Sie ganz genau, dass hier nicht nur noch jeder Zweite überhaupt unter einen Tarifvertrag fällt. Wir erwarten, dass Sie OT-Mitgliedschaften verbieten und endlich die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen noch weiter stärken. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr Tarifeinheitsgesetz durchzupeitschen, dann wird das der Anfang von einer Reihe von Verschlechterungen von Arbeitnehmerrechten sein, die dann in der Folge noch kommen werden. Deshalb erwarte ich von allen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die hier auch im Bundestag vertreten sind, egal ob SPD oder CDU, dass sie bei der namentlichen Abstimmung mit Nein stimmen werden gegen dieses Gesetz. Stimmen Sie gegen dieses gewerkschaftsfeindliche Gesetz, weil das ist eine absolute Katastrophe, was hier passiert. Sagt Jutta Krellmann von der Linken. Die nächste Rednerin hier in der Debatte, Stefan Stracke für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er ist Sprecher für Arbeit und Soziales der CSU-Landesgruppe. Meine Damen und Herren, die Tarifautonomie ist ein hohes Gut. Sie zielt darauf, dass die Koalitionen selbst und eigenverantwortlich die Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen aushandeln. Sie sind für die Ordnung des Arbeitslebens zuständig. Und wir gehen mit diesem hohen Gut nicht leichtfertig um, sondern verantwortungsbewusst. Und verantwortungsbewusstes Umgehen heißt, dass wir den gesetzlichen Rahmen des Tarifvertragsrechts um das Element der Tarifeinheit ergänzen. Jetzt gilt ein Nebeneinander von Tarifverträgen für die gleichen Arbeitsgruppen. Und früher, jahrzehntelang, galt der Grundsatz ein Betrieb, ein Tarifvertrag, ein Grundpfeiler des deutschen Tarifrechts. Herr Kollege Ernst, ich darf mal aus einer Pressemitteilung zitieren. Zitat: Das Bundesarbeitsgericht hat einen Grundpfeiler des deutschen Tarifrechts gekippt. Die Politik muss jetzt umgehend reagieren und die Gesetzeslücke schließen. Zitat Ende. Dieses Zitat stammt aus einer Pressemitteilung von Ihnen, Herrn Ernst, vom 23. Juni 2010. Damals waren Sie Vorsitzende der Linken. Sie haben damals die Tarifeinheit als Grundpfeiler des deutschen Tarifrechts bezeichnet. Zu Recht. Und ich darf noch mal weiterführen. Zitat: Es darf nicht sein, bitte bei Matthias Strebe jetzt schon mal um Entschuldigung, es darf nicht sein, dass etwa sogenannte christlichen Gewerkschaften Gefälligkeitstarifverträge für ein paar wenige abschließen und der ganze Betrieb darunter leiden muss. Das gefährdet den innerbetrieblichen Frieden und kann ganze Belegschaften spalten. Zitat Ende. Ja, richtig. Und genau deswegen machen wir die Tarifeinheit, weil es um die Verteilungsgerechtigkeit in den Betrieben geht, Herr Ernst. Herr Kollege. Jawohl, danke. Darf Herr Kollege Ernst das Zwischenfall stellen? Herr Kollege Stracke, es freut mich, dass Sie das zitieren. Weil es gibt noch mal Gelegenheit, den Unterschied aufzuzeigen zwischen dem, was bis 2010 galt und was jetzt galt. Aber das stört Sie offensichtlich nicht. So, und dann sagen wir noch mal, was galt 2010. 2010 galt der Tarifvertrag,
der von einer Hausgewerkschaft in dem jeweiligen Betrieb abgeschlossen wurde, weil die Rechtsauffassung war, der ist näher an dem Betrieb und der galt dann, auch wenn eine größere Gewerkschaft, zum Beispiel die IG Metall, einen Flächentarifvertrag in dem Betrieb hatte. Das heißt, ein Tarifvertrag einer kleineren Gewerkschaft, ein Tarifvertrag, der unterhalb des Niveaus der anderen war, galt ohne, und das ist jetzt der Unterschied, ohne dass sich die größere Gewerkschaft wehren konnte. Die große IG Metall musste akzeptieren, dass eine Gewerkschaft ihre Tarife unterbot und trotzdem, dass sie schlechter war für alle Betriebe galt. Die Mitglieder selber konnten nicht entscheiden, ich gehe in die eine oder in die andere Gewerkschaft. Es galt immer der Tarifvertrag der Gewerkschaft, der näher am Betrieb war. Und was haben wir jetzt seit 2010? Seit 2010 haben wir das, was eigentlich logischerweise richtig wäre, Tarifeinheit herzustellen. Ja, da sind wir dafür, aber eben nicht mit einem Tarifvertragsgesetz, das dazu führt, dass der Tarifvertrag der einen Gewerkschaft nicht mehr gilt. Das ist der Unterschied. Und das ist genau das, was Sie jetzt machen. Das, was wir vorher hatten. Habe ich noch eine Minute? Nein, eigentlich nicht. Ne? Gut, dann sagen. Und diesen Unterschied, den müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Wir wollen, dass das einzelne Mitglied dann selber entscheidet, in die Gewerkschaft zu gehen, die seine Interessen besser vertritt. Das ist alles. Lieber Herr Kollege Ernst, ich will doch antworten auf Sie. Und am besten lasse ich Sie selber antworten. Auch hier wieder eine Pressemitteilung vom 4. Juni 2010. Das Bundesarbeitsgericht, Zitat, will einen Grundpfeiler des deutschen Tarifrechts kippen. Es war vor der Entscheidung. Die Initiative der DGB-Gewerkschaften kommt daher zum richtigen Zeitpunkt. Zitat Ende. Und dann führen Sie später aus, die Initiative des DGB sieht dagegen vor, dass nur der Tarif der mitgliedsstärkeren Gewerkschaft zur Geltung kommt. Zitat Ende. Das ist Ihre Position 2010. Und jetzt stellen Sie sich hin, das zeigt, wie Sie denken. Bitte schön. Sie können sich wieder setzen. Sie distanzieren sich also von Ihrer eigenen Haltung. Das ist ja sehr bezeichnend. Und weiter, jetzt darf ich auch noch mal zurückspringen auf den 23. Juni. Es geht nicht, Ihre Pressemitteilung ist ein Quell der Freude. Zitat. Die Bundesregierung muss jetzt umgehend die vom Bundessozialgericht aufgezeigte Gesetzeslücke schließen. Gut, jetzt haben wir nicht ganz umgehend hinbekommen, aber das tun wir hiermit. Dazu hat der DGB einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. Die Bundesregierung ist gut beraten, sich diesen Vorschlag zu eigen zu machen. Ansonsten macht sie sich zum Drahtzieher der Lohndrücker und Belegschaftsspalter. Das haben Sie 2010 gesagt, Herr Ernst. Und genau das ist der Grund, warum wir sagen, wir wollen nicht den Eliten, wir wollen nicht Schlüsselpositionen bei der Verteilung von Betriebsvermögen und dessen, was erwirtschaftet wird, ausgeben, sondern eine faire Verteilung des Erwirtschafteten. Das ist das Prinzip, das wir hier durchführen wollen. Und Sie predigen immer und sagen, gerade unsere Kollegen der SPD müssten doch hier mit einem geraden Rücken dastehen. Heute reden Sie ganz anders. Heute reden Sie genau denen das Wort, die Sie damals als Lohndrücker und Belegschaftsspalter bezeichnet haben. Ich finde, das ist keine konsequente Haltung. Das hat nichts mit seriöser Politik zu tun. Wollen Sie denn, Herr Ernst, nicht als ernsthafter Politiker wahrgenommen werden, Herr Ernst? Bitte schön. Nein, nein. Also so reizvoll das jetzt ist, wir haben uns zu Beginn darauf verständigt, eine 60-minütige Debatte zu führen. Das werden wir unter Berücksichtigung der angemeldeten Redezeit ohnehin nicht mehr realisieren können. Ich bitte um Nachsicht, dass ich jetzt, so reizvoll das auch aus der Perspektive des Präsidiums sich darstellt, eine Fortsetzung dieses Dialogs nicht erlaube. Oh, bitte schön, Herr Kollege. Das muss ich zur Kenntnis nehmen, finde es aber bedauerlich, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, dann wird hier auch die Süddeutsche Zeitung bemüht und zitiert, dass es hier sich um eine Einschränkung des Streikrechts handelt. Ich darf Ihnen jetzt auch hier noch mal
den Gesetzesentwurf mal vorlesen, und zwar in der Begründung, der da steht, Zitat, die Regelungen zur Tarifeinheit ändern nicht das Arbeitskampfrecht. So steht es in der Begründung über die Verhältnismäßigkeit von Arbeitskämpfen, in denen ein kollidierender Tarifvertrag erwirkt werden soll, wird allerdings im Einzelfall im Sinne des Prinzips der Tarifeinheit zu entscheiden sein. Der Arbeitskampf ist Mittel zur Sicherung der Tarifautonomie. Der Arbeitskampf dient nicht der Sicherung der Tarifautonomie, soweit dem Tarifvertrag, der mit ihm erwirkt werden soll, eine ordnende Funktion offensichtlich nicht mehr zukommen würde, weil die abschließende Gewerkschaft keine Mehrheit der organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb haben würde. Das ist die Gesetzesbegründung. Und Sie ziehen hier jetzt eine Situation ab, dass dies gänzlich neu wäre, sondern seit Dezember 2014 liegt dieser Gesetzesentwurf auf dem Tisch. Und ich kann ja nachvollziehen, wer nicht lesen kann und will, der ist natürlich nicht im Vorteil. Aber wir werden natürlich, und das haben Sie ja auch, liebe Frau Kollegin, haben ja auch entsprechende Nachhilfe von Seiten der Bundesregierung nachgesucht, dass man ein bisschen erklärt und vorgelesen bekommt, was denn eigentlich im Gesetzesentwurf tatsächlich steht. Und es gibt keine Regelung zum Arbeitskampfrecht, das sehen wir gerade nicht vor, sondern der Arbeitskampf muss auch weiterhin verhältnismäßig sein. Und dies ist Aufgabe der Arbeitsgerichte, sicherzustellen, wie hier dies bewertet werden soll. Maßgebend ist dabei der Zeitpunkt des Tarifabschlusses. Und hier muss die jeweilige Gewerkschaft sicherstellen, dass sie die relative Mehrheit im Betrieb hat. Und alles andere ist eine Aufgabe der Gerichte, wie sie es mit der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen und halten. Also das ist keine mehr, die hier getan wird, sondern Sie tun etwas, was eher einem Trauerspiel hochkommt, dass Sie etwas hochziehen, als Einschränkung der Freiheit berufen. Das ist nicht der Fall. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem vorgelegten Tarifeinheitsgesetz sorgen wir dafür, dass der Grundsatz ein Betrieb, ein Tarifvertrag nach dem betrieblichen Mehrheitsbegriff wieder Geltung erreicht. Und das ist ein Gutes, weil wir damit denjenigen, die ihre Schlüsselpositionen ausnutzen wollen, gerade hier einen wirksamen Riegel vorschieben. Ich halte das im Sinne des Betriebsfriedens für sicher und richtig. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung zu diesem Gesetz. Herzliches Dankeschön. Die Rede von Stefan Stracke von der CSU, da sollte man besser sagen, die Zitatensammlung von Herrn Klaus Ernst, die er hier dem linken Politiker vorgehalten hat aus der Vergangenheit. Nächste Rednerin jetzt Beate Müller-Gemmicke für die Bündnisgrünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist schon irgendwie absurd, am Mittwoch nach den Ausschüssen auf den Gängen will es keiner so recht gewesen sein, dass mit der gesetzlichen Tarifeinheit, es stand halt so im Koalitionsvertrag, sogar von der CDU hört man nachdenkliche und kritische Töne. Die SPD hingegen wird wohl nachher das Gesetz geschlossen unterstützen. Und das ist und bleibt für mich nicht nachvollziehbar. Wir Grünen stehen bei diesem Thema weder auf der Seite der großen Gewerkschaften noch auf der Seite der kleinen Gewerkschaften, sondern wir stehen ganz eindeutig auf der Seite der Verfassung. Und deshalb lehnen wir die gesetzliche Tarifeinheit strikt ab. Die Gründe: Erstens, für uns ist das Gesetz ganz klar ein Angriff auf das Streikrecht. Und bei der Anhörung zum Gesetz wurde ja auch munter über das Streikrecht diskutiert. Manche forderten sogar unverblümt noch weitere größere Einschnitte in das Streikrecht. Das ging mir persönlich ziemlich unter die Haut, denn das Streikrecht ist ein hohes Gut. Es ist das einzige Mittel, damit Gewerkschaften auf Augenhöhe Tarifverträge verhandeln können. Und natürlich kann zukünftig ein Streik als nicht verhältnismäßig beurteilt werden, wenn ein Tarifvertrag später verdrängt wird.
und das habe ich ja mittlerweile auch auf Papier, also schwarz auf weiß. Und damit ist ganz klar, beim Streikrecht wird ganz bewusst die Öffentlichkeit getäuscht und das geht überhaupt nicht. Zweitens, die Tarifpluralität, die Tarifvielfalt steht in unserer Verfassung, denn jedermann und jeder Beruf hat das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren und Tarifverträge zu verhandeln. Und das hat auch das Bundesarbeitsgericht 2010 entschieden, nämlich dass der Zwang zur Tarifeinheit mit Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz nicht vereinbar sei. Und dennoch soll jetzt dieses Grundrecht, dieses Freiheitsrecht per SPD-Gesetz eingeschränkt werden. Wir Grüne nehmen aber die Koalitionsfreiheit ernst, denn sie gehört immerhin zu den Grundprinzipien unserer Demokratie. Drittens, das Gesetz verschärft den Kampf um Mitglieder. Und auf eine Frage dazu hat das Ministerium lapidar geantwortet, es sei, ich zitiere, nicht ungewöhnlich, dass eine Gewerkschaft durch eine attraktive Tarifpolitik versucht, Mitglieder zu gewinnen. Zitat Ende. Hallo, wie blauäugig kann man eigentlich sein, wenn sich die Politik einmischt und anfängt, zwischen erwünschten und nicht erwünschten Gewerkschaften zu unterscheiden und per Gesetz Tarifverträge verdrängt, dann befeuert das zwangsläufig natürlich die Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften. Mit der gesetzlichen Tarifeinheit gefährden Sie die vielen bisherigen Kooperationen und es entsteht nicht Solidarität, sondern Häuserkampf. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis. Und viertens, das Gesetz ist und bleibt handwerklich schlecht. Wenn ein Gesetz so tief in die Tarifautonomie eingreift, dann müssten Sie zumindest für Rechtssicherheit sorgen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Und Professor Däubler hat es bei der Anhörung wunderbar auf den Punkt gebracht. Er sagte, ich zitiere, das Gesetz ist ein Beschäftigungsprogramm für Juristen, Rechtsanwälte, Richter, Gewerkschaften und Kommentatoren. Zitat Ende. Und das ist leichtfertig, denn das Gesetz provoziert vielfältige neue Rechtsstreitigkeiten. Verantwortung sieht anders aus. Sehr geehrte Regierungsfraktionen, auch wir Grünen fordern von allen Gewerkschaften Solidarität und Kooperation. Aber beides lässt sich nicht verordnen und schon gar nicht gesetzlich erzwingen. Und das ist auch nicht Aufgabe der Politik, sondern Aufgabe der Gewerkschaften. Und wenn Sie das alles nicht überzeugt, dann hören Sie doch zumindest auf Heiner Geißler, denn er sagt, das Gesetz ist eine Frechheit, und dem schließen wir uns voll und ganz an. Vielen Dank. Beate Müller-Gemmecke von den Bündnisgrünen, Sprecherin für Arbeitnehmerrechte. Nächster Redner hier für die Sozialdemokraten, Ralf Kapschak. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, es gibt eine alte Journalistenweisheit, die lautet, Recherche macht die schönste Geschichte kaputt. Und ich habe den Eindruck, diese Weisheit hat auch hier im Hohen Haus eine Menge Anhänger, vor allen Dingen bei der Opposition. In der Debatte über das Tarifeinheitsgesetz ist von der Opposition immer wieder behauptet worden, auch hier in der Diskussion heute, der Gesetzentwurf sei verfassungswidrig, weil er massiv in das Streikrecht eingreifen würde. Ich finde schon bemerkenswert, mit welcher Selbstsicherheit Linke und Grüne diese Frage schon beantwortet haben. Es gibt in unserem Staat ein klares Verfahren, wie Verfassungswidrigkeit festgestellt wird, nämlich alleine vom Verfassungsgericht in Karlsruhe und nirgendwo sonst. Und die Behauptung, die Regierung hätte bewusst ein verfassungswidriges Gesetz vorgelegt, wäre wirklich eine Beleidigung, wenn man sie ernst nehmen würde. Das tue ich aber nicht. Die Anhörung Anfang des Monats hat für mich gezeigt, dieses Gesetz ist sehr wohl mit der Verfassung vereinbar. Der Gesetzgeber nutze seinen Spielraum, nicht mehr und nicht weniger. Man muss diese Argumente ja nicht unbedingt teilen, aber man sollte sie wenigstens zur Kenntnis nehmen. Zum,
Zum Eingriff in das Streikrecht gab es bei der Anhörung, wie ich finde, einen bemerkenswerten Beitrag des Vertreters der Arbeitsrichter, Herrn Vetter. Die Arbeitsgerichte entscheiden ja über die Zulässigkeit und über die Verhältnismäßigkeit von Streiks. Herr Vetter hat ausgeführt, dass seine Kolleginnen und Kollegen Arbeitsrichter auch in Zukunft kaum zustimmen werden, wenn versucht wird, einen Streik per einstweiliger Verfügung zu verbieten. Insofern kann von einem massiven Eingriff in das Streikrecht überhaupt nicht die Rede sein. Die Grundbotschaft dieses Gesetzes ist ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Das galt bis 2010. So wird sichergestellt, dass zwei Personen für die gleiche Arbeit nicht unterschiedlich entlohnt werden, nur weil sie verschiedenen Gewerkschaften angehören. Und es wird auch in Zukunft ohne Probleme möglich sein, dass Gewerkschaften ihre Zuständigkeit abstimmen und gemeinsam einen Tarifvertrag verhandeln. Insofern ist dieses Gesetz eine Aufforderung zur Kooperation und nicht zum Kampf von Gewerkschaften gegeneinander. Und deshalb ist dieses Gesetz eben keine Schwächung der Gewerkschaften, sonst wäre die große Mehrheit im Deutschen Gewerkschaftsbund nicht dafür. Und sonst hätte auch der Chef des DGB, Rainer Hoffmann, das in der Anhörung nicht noch einmal ausdrücklich betont. Richtig ist aber auch, ich möchte das noch eben sagen, wer für Tarifeinheit ist, muss ich auch dafür. Denn das ist das Gegenteil von ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Das ist ein Betrieb, kein Tarifvertrag. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Aber selbstverständlich. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für die Zulassung der Zwischenfrage. Würden Sie mir nicht recht geben, dass das Streiken nicht unbedingt ein Selbstzweck ist, man streikt, um zu streiken, sondern das Streiken hat ja auch eine bestimmte Grundlage, einen Sinn und einen Zweck, nämlich einen Lohntarif auszuhandeln. Und wenn eine Gewerkschaft nicht die Mehrheit hat, wird sie auch keinen Lohntarif abhandeln können. Und dann wird zwangsläufig auch dieser Streik immer unverhältnismäßig sein, weil er gar nicht dazu geeignet ist, einen Lohntarif herbeizuführen. Also, wenn ich nicht für den Lohn verhandeln kann, weil ich gar nicht die Mehrheit habe, kann ich am Ende nicht streiken. Ist es nicht so? Das ist das, was ich eben meinte mit Recherche macht die schönste Geschichte kaputt. Ich verlasse mich da weniger auf meine Spekulation, auf mein Gefühl, sondern ich verlasse mich da auf das, was mir Praktiker sagen. Ich habe Ihnen eben den Vertreter der Arbeitsrichter, der, glaube ich, besser Bescheid weiß als wir beide zusammen, was der Vertreter der Arbeitsrichter gesagt hat. Also die Arbeitsgerichte werden auch in Zukunft sehr zurückhaltend sein, was das Verbot von Streiks angeht. Und ich glaube, da sollten wir mal abwarten, was passiert, und nicht im Vorhinein eine Apokalypse an die Wand malen. Ich würde aber gerne noch den einen Gedanken zu Ende führen. Ich habe gesagt, wer für Tarifeinheit ist, muss auch die Flucht aus Tarifverträgen stoppen. Die Unterstützung für das Tarifeinheitsgesetz durch die Arbeitgeberverbände wäre glaubwürdiger, wenn mit der gleichen Energie gegen die Flucht aus bestehenden Tarifverträgen gearbeitet würde. Stattdessen wird immer mehr Unternehmen die Mitgliedschaft ohne tarifpolitische Verpflichtung ermöglicht. Und deshalb auch mit der Neuregelung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen im vergangenen Jahr wollen wir erreichen, dass das Arbeitsleben wieder gemeinsam durch Gewerkschaften und Arbeitgeber gestaltet wird. Auch das gehört zur neuen Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, die wir dringend brauchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ralf Kapczak von der SPD hat nochmal betont, dass die DGB-Gewerkschaften dieses Gesetz voll mittragen. Da kann man nur sagen, kein Wunder, denn die stärkeren Gewerkschaften sind sicherlich hier im Vorteil. Rudolf Henke jetzt von der Union als nächster Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es scheint ja hoch herzugehen, ob recherchiert wird oder nicht recherchiert wird. Von Schmarotzern und Spaltern war die Rede. Lieber Stefan, ich finde, das ist die Sprache, mit der man dann zurückhaltend sein muss, wenn man sagt, wir lassen das Streikrecht unangetastet. Wenn man sagt, Frau Ministerin, wir lassen die Koalitionsfreiheit unangetastet. Dann darf hier aber auch kein Klima entstehen, das denen, die von der Koalitionsfreiheit Gebrauch machen, unterstellt, sie sind Spalter und sie sind Schmarotzer. Und dann geht es schon gar nicht, finde ich, dass jemand aus der Union dort die Sprache der Kommunisten übernimmt. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn es einer Gewerkschaft erlaubt ist, ihre gewerkschaftlichen Aufgaben und Ziele durch einen Tarifvertrag zu verwirklichen, zu dessen Abschluss der Arbeitgeber notfalls durch Streik veranlasst werden soll, dann kann der Arbeitgeber einen solchen Streik die Legitimität nicht dadurch nehmen, dass er sich anderweitig Dritten gegenüber verpflichtet oder verpflichtet hat, einen solchen Tarifvertrag nicht abzuschließen. Das ist ein Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen, der vom ersten Senat des Bundesarbeitsgerichts am 4. Mai 1955 gesprochen ist. 1 AZR 493-54. Das ist nach der Entscheidung von Nipperdey. Das ist ein Satz, der belegt, dass die Tarifpluralität der Normalfall ist und nach der Beurteilung des Bundesarbeitsgerichtes seit 1955. Und es hat natürlich diese Tarifpluralität seit langer Zeit gegeben. Die Tarifpluralität hat es so lange gegeben, dass sie zur Tradition Deutschlands, zur gewerkschaftspolitischen Tradition gehört. Auch wir als Marburger Bund, eine der Organisationen, von denen gesagt wird, ihr habt eine Schlüsselrolle und ihr nehmt euch mehr raus. Wir haben Tarifverträge eigenständig mit Reha-Kliniken gemacht. Wo war das Problem? Wir haben gemeinsam mit der DAG, gemeinsam später mit Verdi gebeten, Tarifverträge für uns zu machen. Und das Ergebnis war über lange Zeit gut. Und dann irgendwann ist ein Punkt gekommen, wo man bei dem Wechsel vom Bundesangestellten-Tarifvertrag auf den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst gesagt hat, Schluss jetzt damit. Da hat man dann gesagt, 100.000 Euro nehmen wir den Ärzten auf ihr Berufsleben betrachtet weg. Und da hat man sich gewehrt und hat in das Grundrecht geguckt und hat im Grundrecht die Bestätigung dafür gefunden, dass es kein Schmarotzertum ist, dass es keine Spalterei ist, sondern dass es ein Nutzen eines Grundrechts ist, zu sagen, natürlich hat man die Möglichkeit, sich auf die Koalitionsfreiheit zu berufen, weil die Koalitionsfreiheit sagt, jedermann und alle Berufe können Einfluss nehmen auf die Gestaltung ihrer Tarifverträge. Jedermann und alle Berufe haben das Recht dazu, auch zu streiken, wenn es denn notwendig ist. Ich finde, es ist besser, man kommt zu gemeinsamen Lösungen. Aber diese gemeinsamen Lösungen setzen Vertrauen und Freiwilligkeit voraus. Und wenn diese Freiwilligkeit nicht gegeben ist, dann leben wir unter einem Zwang. Und das ist doch das Problem. Natürlich, Tarifgemeinsamkeit hat einen hohen Wert, aber sie ist doch wertlos, wenn sie erzwungen wird. Und sie wird erzwungen, wenn ich zu einem Tarifvertrag nur dann kommen kann, wenn ich mich einverstanden erkläre mit der Mehrheit. Und weil die Koalitionsfreiheit ein Grundrecht ist, ein verbrieftes Grundrecht, wie die Religionsfreiheit, wie die Meinungsfreiheit, wie die Versammlungsfreiheit, wie das Post- und Fernmeldegeheimnis, wie die Freizügigkeit. Deshalb, verehrte Frau Ministerin, kann ich doch nicht hingehen und kann dieses Grundrecht unter Mehrheitsvorbehalt stellen. Wo kommen wir denn hin, wenn wir ein Grundrecht unter Mehrheitsvorbehalt stellen? Ein Grundrecht unter Mehrheitsvorbehalt ist ein Grundrecht nach Gusto der Mehrheit. Aber Grundrechte stehen allen Menschen in gleicher Weise zu, ob sie Minderheiten sind, ob sie Schmarotzer, ob sie Spalter sind, ob sie in der CDU bei den Grünen, ob sie Kommunist sind. Grundrechte stehen allen Menschen in gleicher Weise zu. Und deswegen kann man sie nicht unter Mehrheitsvorbehalt stellen. Und wer sie unter Mehrheitsvorbehalt stellt, der schafft sie ab. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist wichtig, mich, weil ich dich zu hart angegangen habe. Lieber Kollege Henke. Weil ich dich, lieber Stefan, zu hart angegangen habe, möchte ich mich vor diesem Haus für die Entgleisung, die mir am Anfang unterlaufen ist, bei dir förmlich in aller Form entschuldigen. Da ist mir das alles ein bisschen durchgegangen. Das liegt auch daran, dass ich in der CDU-Dokumentation von 1978 noch mal gelesen habe, was da stand.
vom MSB Spartakus. Ich bin halt aus dieser Zeit. Das Streikrecht ist insofern kein Recht, das den Werktätigen in der DDR fehlt, sondern ist eine mit der Errichtung der Arbeiter- und Bauernmacht historisch überholte Form des Kampfes der Arbeitnehmerklasse für ihre Interessen. 78 CDU-Dokumentation über den MSB Spartakus. Und weil ich dieses Denken immer für so falsch gehalten habe, fange ich schon an, auf Spuren dieses Denkens hochallergisch zu reagieren. Ich entschuldige mich in aller Form dafür. Aber für unser freies Deutschland muss gelten, ein Grundrecht darf nicht unter Mehrheitsvorbehalt gestellt werden. Und deswegen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Union, machen Sie es wie ich, stimmen Sie gegen dieses Gesetz. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Rudolf Henke, also einer der 43, der innerhalb der CDU-CSU-Bundestagsfraktion dieses Gesetz nicht mittragen wird. Prozentige Redezeitzuschlag durch den amtierenden Präsidenten sind ein schöner Beleg dafür, dass in diesem Haus Minderheitenrechte nicht unter Mehrheitsvorbehalt stehen. Der Bundestagspräsident, wie wir ihn kennen, und wenn ihn kein anderer lobt, dann tut das selber Wilfried Oellers jetzt. Für die CDU-CSU ist der letzte Redner, hat auch noch 7 Minuten hier, während sich das Hohe Haus schon füllt. Denn gleich wird hier über dieses Gesetz namentlich abgestimmt. Ich hoffe, er hat die Ruhe, um hier seinen Vortrag beenden zu können. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie gerade auch gemerkt haben, wird dieses Thema natürlich auch intensiv in unserer Fraktion diskutiert, dass es durchaus unterschiedliche Meinungen gibt. Die Diskussion ist auch insgesamt natürlich sehr intensiv, weil wir es natürlich auch mit einem sehr wichtigen Thema zu tun haben. Ich möchte allerdings eingehend auf meinen Vorredner nur kurz erwähnen, dass er nicht die Sprache des Kollegen der Linken, Herrn Ernst, übernommen hat, sondern er hat sie lediglich zitiert und hat entsprechende Widersprüche in seiner Diskussion und seinen Diskussionsbeiträgen jetzt aufgezeigt. Und ich denke, das war eine sehr beeindruckender Weise. Und ich denke, es war auch mal gut, dass das in diesem Hause einmal klargestellt wird. Die Debatte und die Diskussion ist schon weit fortgeschritten. Ich möchte es auf einige Kernpunkte noch einmal reduzieren. Betonen möchte ich dabei insbesondere, dass es bei dem Gesetz darum geht, die Solidarität der Belegschaft in den Betrieben zu stärken und weiter hervorzuheben, die Befriedungsfunktion und Ordnungsfunktion, die der Grundsatz der Tarifeinheit mit sich bringen soll, der soll eben auch erfüllt werden. Und die klare Botschaft, die von diesem Gesetz ausgeht, heißt eigentlich nur, einigt euch. Das ist die klare Botschaft, die hier ausgeht. Und diese Möglichkeiten schafft das Gesetz auch. Es kann nicht zu viel verlangt sein, dass man bei Kollisionen auch dahin aufruft, dass eben ein entsprechender Einigungsaufruf erfolgt. Und der darf auch präventiv erfolgen. Und zu betonen ist ja auch, dass die Auflösung dieser Tarifkollisionen eben auch nur subsidiär gilt. Und dadurch kommt eben auch wieder, also die Auflösung durch den Grundsatz der Tarifeinheit, der gilt nur subsidiär. Und dadurch wird wieder deutlich, dass den Möglichkeiten Raum gelassen wird, untereinander die Kollisionen zu regeln. Sie kennen es alle, was im Gesetz steht, dass man eben selber die Zuständigkeiten abstimmen kann, dass man auch Tarifgemeinschaften bilden kann, dass man auch dazu kommen kann, dass man gleiche Tarifverträge abschließt mit den Gewerkschaften gegenüber dem Arbeitgeber. Diese Möglichkeiten gibt es alles. Und das wird natürlich auch heute schon praktiziert. Das ist richtig. Aber das zeigt doch auch wieder, dass diese Ansätze, die das Gesetz ermöglicht, auch richtig sind. Deswegen ist es auch nicht verkehrt, diese gesetzlich festzuhalten. Und weiterhin muss auch festgehalten werden, dass die letztliche Überprüfung,
ob ein Streik verhältnismäßig ist oder nicht, die obliegt weiterhin den Gerichten und die werden wie bisher sehr sorgfältig abwägen und dabei alle Umstände berücksichtigen. Lassen Sie mich kurz auf einige Dinge eingehen, die als Gefahr hier geäußert werden. Zum einen, das Gesetz würde die bisherigen Kooperationen infrage stellen. Eher das Gegenteil ist in meinen Augen der Fall, weil doch gerade die Kooperationen weiterhin ermöglicht sind. Und meine Vorhersage ist, dass die Gewerkschaften es eher nicht auf eine Auszählung ankommen lassen werden in den Betrieben, sondern dass sie, wenn ein Konfliktfall besteht, sich zusammensetzen und sich einigen. Und das ist genau das, was wir möchten. Wenn allerdings, und das gebe ich dann auch mal zu bedenken, es dazu tatsächlich mal kommen sollte, dass eine bisherige Kooperation aufgekündigt wird, mit der Begründung auf dieses Gesetzes hier, dann muss man sich schon einmal die Frage stellen, inwieweit die bisherige Zusammenarbeit eigentlich aufrichtig war. Weiterer Punkt, Wettlauf der Gewerkschaften über neue Mitglieder. Ich habe eigentlich immer gedacht, die Gewerkschaften, die wären froh, wenn sie viele Mitglieder haben. Also wenn dieses Gesetz dazu aufrufen würde, dann müsste das doch eigentlich in ihrem Interesse sein. Der Untergang der Spartengewerkschaften. Diese Problematik sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil bisher die Spartengewerkschaften auch unter dem Grundsatz der Tarifeinheit vor 2010 schon alle gegründet worden sind und bestanden haben. Deswegen kann der Grundsatz der Tarifeinheit sicherlich nicht dazu führen, dass Spartengewerkschaften hier untergehen. Ich möchte noch einige Punkte zur Verfassungsmäßigkeit sagen, da das auch angesprochen worden ist. Ja, die Tarifautonomie ist in Artikel 9 Absatz 3 grundgesetzlich geregelt. Allerdings hat auch keinen Schrankenvorbehalt, zumindest in der Formulierung des Grundgesetzes. Allerdings muss man auch festhalten, dass kein Grundrecht schrankenlos ist und immer im Lichte der anderen Grundrechte auch ausgelegt und beleuchtet werden muss. Und genau dies hat auch das Bundesverfassungsgericht gerade auch zu Artikel 9 Absatz 3 in der Vergangenheit schon gesagt. Ich darf zitieren aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1995. Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit bedarf der Ausgestaltung durch die Rechtsordnung, soweit es die Beziehungen zwischen Trägern widerstreitender Interessen zum Gegenstand hat. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich die Ausgestaltung des Grundrechts nach Artikel 9 Absatz 3 dem Gesetzgeber ins Aufgabenbuch reingeschrieben. Und hierauf haben auch mehrere Sachverständige in der Anhörung hingewiesen. Ich zitiere hier insbesondere. Also darf ich mal die Kolleginnen und Kollegen, die erkennbar der Debatte nicht folgen, wohl aber auf die namentliche Abstimmung warten, Frau Kollegin Künast und andere, bitten, die Gespräche am Rande des Plenums fortzusetzen, aber nicht mittendrin demonstrativ. Das, finde ich, geht ein bisschen zu weit. So, Herr Kollege Oellers. Und ich darf das Bundesverfassungsgericht insoweit auch weiterhin zitieren, dass eben diese Ausgestaltung dann auch im Lichte und unter Berücksichtigung des Gemeinwohls und der Wiederherstellung gestörter Paritäten erfolgen kann. Deswegen denke ich und hat das Bundesverfassungsgericht auch hier eindeutig beschrieben, dass eine Ausgestaltung auch des Artikel 9 Absatz 3 durchaus möglich ist. Dass es natürlich dann bei der verfassungsmäßigen Frage Unterschiede gibt, das haben wir nicht nur heute hier erlebt, das haben wir in der öffentlichen Anhörung auch erlebt. Aber ich möchte schon betonen, dass es in der öffentlichen Anhörung auch vehemente Befürworter dieses Gesetzes gab. Die sollen hier auch nicht untergehen. Ich möchte noch kurz zum Abschluss erwähnen, dass natürlich dann die Verfassungsmäßigkeit auch unter den Verfassungsressorts, dem BMAS und auch dem Bundesrat abgestimmt bzw. dass der Verfassungsmäßigkeit zugestimmt worden ist. Im Ergebnis denke ich, dass wir heute hier kein verfassungswidriges Gesetz verabschieden und bitte daher ebenfalls um Zustimmung. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, davon sollte man ausgehen, dass der Bundestag möglichst keine verfassungswidrigen Gesetze verabschiedet, aber davon war ja hier viel die Rede. Natürlich wird dieses Gesetz vom Verfassungsgericht dann landen. Aber